Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die gegen jede Vernunftbox von Alles mit Stil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gegen jede Vernunft von Alles mit Stil. So sieht das Ganze aus. Am 12. April, also vergangenen Freitag, ist dieses Release, diese Box erschienen. Wir haben hier eine recht kompakte, flache, schwarze Box. Wir machen mal die Folie ab und sehen uns das Ganze dann im Detail an. So, einmal hier einschneiden, durchziehen und dann ziehen wir die Folie mal ab. So, bevor wir die Folie beseitigen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns kurz ansehen. Und zwar lesen wir hier Alles mit Stil gegen jede Vernunft Limited Box, Boxset und einen Barcode. Gut, so viel dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Jungs und auch das Album nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, wurde dann aber von einem meiner Follower, einem meiner treuesten, ja eigentlich dem treuesten Supporter darauf hingewiesen. An dieser Stelle schönen Gruß an Mario und seine Freundin, die Angelina, die mich auf dieses Release aufmerksam gemacht haben. Und zwar ist das eine Band aus Lienz, aus Tirol, Österreich in diesem Fall. Und da freue ich mich natürlich umso mehr, eigene Landsleute unterstützen zu können. Jawohl, wir haben hier eine schwarze Box. Alles mit Stil lesen wir hier oben. Also das ist der Bandname. Dann hier links unten ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Und rechts lesen wir dann noch gegen jede Vernunft, also der Albumtitel. Rein so vom Cover erinnert es mich auf den ersten Blick etwas an AK außer Kontrolle, wegen des Bandanas hier. Wir haben hier einen Totenkopf mit einer Cap und einem Bandana. Sieht echt mächtig aus. Und auf der Cap haben wir dann noch die drei Buchstaben der Band AMS. Das ist die Abkürzung für Alles mit Stil. Wobei man sagen muss, an alle Österreicher, also hier in Österreich, wir verbinden das mit etwas anderem. AMS ist bei uns eher negativ besetzt, der liebe Arbeitsmarktservice. Aber es ist natürlich schön, wenn diese drei Buchstaben jetzt irgendwie anderweitig besetzt werden oder wenn man versucht, das Ganze irgendwie neu, eine neue Bedeutung zu geben. Ist echt gut. Jawohl, also rundherum ist das Ganze in Schwarz und Grau gehalten. Wir lesen hier dann auf der linken Seite Alles mit Stil gegen jede Vernunft Limited Edition. Okay, und auf der Rückseite haben wir dann einmal die vier Bandmitglieder in stehender Haltung hier an eine Wand gelehnt, sieht zumindest so aus, bereit fürs Kopfnick-Gewitter. Und was mir hier besonders gut gefällt, wir sehen es hier, die Box wurde durchnummeriert. Und so haben wir hier 172, also meine Box ist Nummer 172, von insgesamt 222. Das ist eine recht kleine Auflage, also echt sehr gering und macht die Box natürlich dadurch umso wertvoller bzw. seltener. Hier unten haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Das Album erscheint über Rookies und Kings, das ist ja das Label von Freiwild. Sehr schön, das Ganze. Ja, das habe ich schon mehrmals angesprochen, das würde ich mir generell für Deutschrap oder generell für Limited Boxen wünschen. Diese Transparenz, dass man einfach weiß, okay, was war jetzt die Gesamtauflage, wie viele Boxen wurden produziert und welche Box, welche Seriennummer habe ich erwischt. Ich befürchte nur, dass viele Rapper das einfach aus Ego-Gründen nicht so ganz zulassen werden. Aber ja, ist auf jeden Fall schön, dass es hier gelungen ist. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Bandana. Dann haben wir das Album an sich. Und dann haben wir hier so eine Autogrammkarte in Polaroid Optik, in so einem Polaroid Design mit den vier Unterschriften. Sehr gut. Von innen die Box glatt weiß. Es ist so eine ganz reguläre Klappbox. Machen wir mal wieder zur Seite. Nachdem das Bandana noch eingeschweißt ist, werden wir dieses Mal aus der Folie holen. Wir haben hier so einen Sticker, der das Ganze zumacht. Und dann natürlich auch noch die Folie an sich. Die Frage, ja, oh ja, hier lässt sich das öffnen. So, das Album ist überraschenderweise nicht eingeschweißt, umso besser, dann können wir gleich starten. Also wir haben hier das Album exakt vom Design her, wie auch schon die Box.
Man muss dazu sagen, es ist das zweite Soloalbum von Alles mit Stil. Das erste Album, das Debütalbum, kam 2016. Das war das Album Chaos. Und zu dieser Band, es ist eine sehr interessante Mischung. Und zwar ist es eine Mischung von Rap, Metal und Rock. Ich habe lange Zeit nicht gedacht, dass das irgendwie funktioniert, dass ich das irgendwie stimmig anhören kann, aber die Jungs beweisen auf jeden Fall, dass es funktioniert. Jo, auf der Seite lesen wir dann auch wieder Alles mit Stil gegen jede Vernunft. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Und was auch auffällt, wir haben nur ein einziges Feature. Und das ist dieser gute Mann hier, Evil Jared. Ja, wird vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen. Er ist der Bassist der Bloodhound Gang, also recht bekannt in früheren Jahren gewesen, diese Band. Jetzt nicht mehr ganz so präsent, aber der Typ auf jeden Fall eine Legende. So viel kann man sagen. Dann haben wir unten auch wieder Credits und einen Barcode und natürlich die vier Bandmitglieder. Vier Tracks von diesen 13 Stück wurden auch schon bis dato als Videos ausgekoppelt. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet, natürlich auch hier wieder in dieser Cover-Optik. Dann haben wir hier einmal den Leadsänger, also den Herrn, der für den Gesang zuständig ist, den Herrn Markus Oberbichler, mit einem wunderschönen Rottweiler hier auf der Straße. Ja, hier ist auch noch sein Künstlername, Opsi Trice. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass der Künstlername angelehnt ist an Obi Trice, der Rapper aus den USA. Was lesen wir hier? Ist alles geil, wird das Leben banal, denn dann ist nichts geil, dann ist alles normal. Aus dem Track Schwarz und Weiß. Okay, sehr schön. Nimm es nicht einfach hin, erkenn die Zeichen der Zeit. Wenn jeder schweigt, ist auch niemand mehr zum Kämpfen bereit. Gut, also man hat hier mehr oder weniger die Highlight-Zeilen, die Lieblingszeilen, die Textstellen hier aus den einzelnen Tracks rausgenommen und die hier dann entsprechend im Booklet verarbeitet. Und das Ganze ist dann hier noch unterlegt mit so Zeichnungen der einzelnen Bandmitglieder. Hier lesen wir, das ist dann in diesem Fall Jack, also Johannes Jakoba, der hier für die Leadgitarre zuständig ist. Was haben wir hier? Wilde Szenen, hier die Polizei, die hier scheinbar einen AMS-Bus, wahrscheinlich den Tourbus, gerade stoppen möchte. Wer sich gestört fühlt, ist zu schwach für den Scheiß. Begleit uns mal auf Tour, wir machen die Nacht zum Beweis. Aus dem Track Die Gang. Ja, und das zieht sich jetzt so durch. Vom Design her, euer Dresscode mies, guck, ich gebe mir einen Fick, das ist Rock'n'Roll und nicht so ein dämlicher Shit. So, und eine gibt's noch. Und zwar, du reißt die Mauern ein in deinem Kopf, dann gibt es nichts mehr, das dich stoppt. Okay. Ja, also das Booklet, sehr schön mit diesen Zeichnungen hier und diesen einzelnen Textstellen. Dann haben wir auch noch hier ein Bandmitglied. Genau, den habe ich euch vorhin vorenthalten. Also den Herrn, der fürs Schlagzeug zuständig ist. Und dann hier noch entsprechend die Rhythmusgitarre. Gut, was haben wir zum Abschluss? Zum Abschluss gibt es noch die Credits zum Album und eine kurze Danksagung. Keep on keeping on, AMS. Alle Texte, okay. Das freut mich auch, dass man hier irgendwie auf die Texte verweist, weil ihr wisst, ich bin Riesenfan davon, wenn man die Texte hier im Booklet findet. War jetzt in diesem Fall nicht der Fall, aber wir haben hier einen Verweis, wo wir die Lyrics finden. Sehr schön. Auch hier lesen wir dann wieder bereit fürs Kopfnick-Gewitter. Dann schauen wir uns mal die CD an. Hier lesen wir den Albumtitel Gegen jede Vernunft. So sieht das aus. Dahinter kommt dann wieder der Bandname zum Vorschein. Alles mit Stil. Dann haben wir als weiteren Boxinhalt eine Autogrammkarte. Hier wieder das Logo plus die vier Jungs. Und dann hat hier wirklich jeder mit schwarzem Stift unterschrieben, hier unten in diesem weißen Balken, von der Optik her wie so ein Polaroid-Foto gehalten. Rückseite blank weiß, so muss das sein. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Bandana.
So sieht das aus. Wir haben hier ganz viele einzelne so Ornamente mit einer Krone in der Mitte. Und mittig haben wir dann hier so ein Mikrofon mit dem Schriftzug Alles mit Stil. Also das ist das eigentliche Bandlogo, dieses Mikrofon mit diesem Schriftzug. Nicht der Totenkopf mit dem Bandana, das war wirklich nur das Logo des Albums. Das Ganze ist einseitig bedruckt. Also so sieht dann die Rückseite aus. Und kann man sich dann natürlich entsprechend umbinden, wenn man das jetzt hier zusammenfaltet, je nachdem an welcher Stelle, dann hätte man hier dann genau den Schriftzug im Gesicht und kann das hier dann, dann kann man hier die Band repräsentieren. Sehr schön. Ja, Material oder irgendwie Herstellung finden wir jetzt hier nicht. Hier ist kein Hinweis darüber, wo das Ganze hergestellt wurde, aber fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und ist auch in dem Fall richtig bedruckt. Wir hatten ja schon einige Bandanas, die dann gerade bedruckt waren und dann eben ziemlich blöd, wenn man das so faltet. In diesem Fall alles richtig gemacht. Gut, der Boxinhalt ist jetzt nicht allzu viel. Das ist eine, wie gesagt, etwas kleinere, kompakte Box, aber dafür war ja auch der Preis etwas kleiner und kompakter. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Bandana mit Alles mit Stil Aufdruck. Die unterschriebene Autogrammkarte sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 13 Tracks und einem Feature. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box gegen jede Vernunft von Alles mit Stil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alles mit Stil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.